Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Iron Kerman. Weiterhin im Yol-System unterwegs mit feiner klassischer Musik. Und was ich hier tue, ist Zeit sparen. Sieht nicht danach aus, aber ich versuche mich darin, so viele Bälle wie möglich quasi in der Luft zu halten und zu jonglieren gleichzeitig, indem ich mich jetzt, während ich mein erstes Swing-By zum Bremsen mache, aufsplitte. Und was ich hier gerade vorbereite, ist mit dem Hitzeschild quasi die Sonde, die in die Yol-Atmosphäre eintreten soll. Sinnigerweise halt mit einem Hitzeschild, und damit die ihren eigenen Weg gehen kann, bereite ich das jetzt quasi vor. Denn ich möchte eigentlich drei Sachen parallel machen. Und zwar, diese Sonde soll sofort zu Yol fliegen aus dem Swing-By, den ich jetzt gerade mache. Also soll sich dann im Yol-Orbit weiter bewegen. Dann möchte ich eine Laite-Mission gleichzeitig vorbereiten. Also das wird dann das nächste Ding, was ich gleich abkoppel. Und das Mutterschiff soll natürlich auch wohin fliegen, da sage ich aber gleich noch mehr zu. So viel schon mal zum Thema die Sonde. Die Sonde passt jetzt ihren Kurs ganz leicht an, damit sie halt über der Atmosphäre von Yol bleibt und sich aber schon mal vom Mutterschiff ein Stück weit trennt, damit ich nachher keine Kollision oder sowas habe. Ist zum Glück ein recht kleiner Burn, also muss jetzt nicht viel passieren. Ich möchte einfach nur ein bisschen Abstand reinbekommen. Und das war's dann auch schon mit der Sonde. Und da entfernt sie sich langsam von unserem Mutterschiff. Und bei uns wird quasi dann jetzt der zweite Akt eingeleitet. Nämlich, während die Sonde wegfliegt, bereiten wir alles vor, um Laite zu erobern, / zu erforschen. Denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich Laite nicht nur erforschen will, sondern ich würde gerne auch zwei Kerbals anlanden. Das hatte ich am Anfang schon mal angedroht. Dafür habe ich diesen Droppod gebaut. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich eine Kombination aus einem Ingenieur und einem Wissenschaftler, einmal männlich, einmal weiblich, runterschicken will, um nebenbei mein geheimes Projekt Adam und Eva zu starten, das neben dem Iron Kerman läuft. Das heißt, ich will Laite besiedeln und dafür setzen wir als erstes mal zwei Kerbals aus, was hoffentlich ein ausreichend großer Genpool wird, um die zu bevölkern. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Droppod vom Konzept her recht witzig ist, aber die Köpfe der Kerbals rausgucken. Wie sich das dann beim Re-Entry verhält, das muss man dann nochmal erforschen. Nun ja, es ist halt Cabrio-Space-Fahren. So, das ganze Ding muss dann natürlich auch irgendwo hinbewegt werden, weil der Droppod ist komplett passiv, also der hat überhaupt nichts. Der hat weder irgendwie Manöver-Wheels, also hier Reaction-Wheels, noch hat der einen Antrieb. Der hat einfach nur ein Hitzeschild, einen Fallschirm und zwei Sitze. Und ich glaube, innen drin ist ein RTG und eine Antenne, um nach Hause zu funken oder irgend so Krimskrams. Auf jeden Fall Krimskrams. Also nichts, was den irgendwie fliegen lassen würde. Und damit der natürlich auch nachher noch nach Laite kommt, nehme ich jetzt meine Docking-Unit und bastel die da quasi dran, damit ich ja irgendwas tun kann, irgendwo hinfliegen kann. So, das hat einen kurzen Moment gedauert, weil das alles nicht ganz so einfach ist, wenn das andere Teil sich fröhlich vor sich hindreht und tut, was es für richtig hält. Genau, ich habe dann RCS zur Hilfe genommen und mit meinen, naja, mittelschwer guten RCS-Skills so nach und nach die Kiste austariert, damit ich einen sauberen Approach machen kann. Hat aber soweit ganz gut geklappt. Und nachdem die Jungs und Mädels dann dran waren, ging es auch schon los. So, da hat sich dann auch rausgestellt, ja, so ein Solarpanel ist an Yol auch schon so gar nicht mehr gut. Und ich habe natürlich dann gedacht, so, ja, dann setzen wir jetzt mal direkt unseren Droppod in der Atmosphäre von Laite ab, denn da ist ja ein Hitzeschild dran. Was kann da schon passieren? Ja. Genau, das ist jetzt der Anlauf dafür. Das heißt, ich muss ihn mit der Probe ein bisschen in die Atmosphäre reinzimmern und ihn dann richtig absetzen. Und das Ganze dann eben auch noch mit relativ eingeschränktem Stromvorrat. Also bin ich irgendwann rübergegangen auf das Monopropellant, um damit noch ein bisschen was zu reißen. Denn mein Strom, wie gesagt, hat für das, was ich da getan habe, nicht so richtig gereicht. Und ich glaube, ich habe Monopropellant dazu genommen. Habe ich nicht? Habe ich doch? Habe ich nicht? Ich war mir relativ sicher, dass es so war. Gut, was vertreiben wir hier gerade? Lasst mich kurz gucken.
Ah, nur kurz eine Probe aufs Exempel, weil ich irgendwas nachgucken wollte. So, und jetzt kommt quasi die letzte Kurskorrektur, die mich in die Atmosphäre führen soll. Und jetzt kommt das RCS, genau. Jetzt habe ich angefangen mit RCS zu pulsen, eben um den Antrieb ein bisschen zu entlasten, weil ich einfach massive Probleme mit dem Strom habe hier draußen an Jol, wie es mir auch prophezeien worden ist. Ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber es ist nicht ganz einfach. So, und vielleicht war das ein bisschen überoptimistisch. Dann habe ich jetzt den Drop-Pod so abgesetzt, dass er mit dem Hitzeschild zuerst in die Atmosphäre einschlagen sollte. Ja, und dann habe ich noch versucht, irgendwie die Probe zu retten, indem ich mit Monopropellant und dem Verbliebenen, was ich hatte, versucht habe zu bremsen. Naja, hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich bin in die Atmosphäre eingetaucht. Und das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Leider auch der Drop-Pod. Lektion daraus, so schon mal nicht. Gut. Ein Quick-Load später habe ich mich dann dafür entschieden, vielleicht doch lieber ein Flyby zu machen. Dafür gab es dann eine wilde Manöverplanung und ich habe ein Manöver gefunden, mit dem ich quasi nach dem Flyby an Laite, das ich ja schon hatte, oder also das war ja gegeben, noch einen Manöver oder noch ein Rendezvous zu erzeugen mit Laite, um mich nochmal abzubremsen mit dem Pod, um mit dem langfristigen Ziel, irgendwann mal in eine Laite-Umlaufbahn zu kommen mit meinem Drop-Pod, um das Ganze viel stärker abzubremsen, bevor ich die beiden in der Atmosphäre absetze, in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht verglühen. Weil Hitzeschild ist ja prinzipiell da, aber vielleicht sollte ich da einfach nicht mit 4000 Metern pro Sekunde in die Atmosphäre einrasten. Deshalb hier kurzes Manöver. Das Ganze dauert jetzt natürlich ein bisschen, denn wie ihr jetzt sehen könnt, ich fliege mit ungefähr einem, keine Ahnung, Zehntel, Fünfzehntel, Fünfzehntel ist es, glaube ich, Schub. Denn Strom ist hier draußen rar und zu allem Überfluss komme ich jetzt auch noch in eine Schattenphase, wo mich quasi Laite andauernd von der Sonne abschirmt und selbst das eine Solarpanel, was ich habe, quasi nichts mehr tut. Also fliege ich jetzt irgendwie mit einem Zwanzigstel oder was auch immer Schub. Trotzdem, gut Ding will Weile haben, hat es halt funktioniert und jetzt kommen wir mal zum Mutterschiff. Das Mutterschiff fliegt direkt aus dem Swing-By weiter, um Bob zu besuchen. Das wird jetzt ein ziemlicher Akt de Force. Weil ich jetzt relativ viel brennen muss, was mit dem Strom wiederum ein Problem ist, denn wie ihr oben sehen könnt, bin ich ungefähr 50, 60 im Negativen und das schon nur bei zwei Drittel Schub. Am Ende des Tages kann ich also mit so knapp einem Siebtel Schub fliegen momentan und ich habe ja eh schon nicht so viel Schub, um mal ganz ehrlich zu sein. Dementsprechend war das jetzt ein etwas längeres Ding nach Bob zu kommen. So, das heißt, die drei Bälle, die ich jetzt quasi nach oben geworfen habe, um mit ihnen zu jonglieren, ist einmal eine Probe, die die Jol-Atmosphäre erforschen soll oder gucken soll, ob man auf Jol landen kann oder irgendwann mal Boden kommt, sagen wir es mal so, oder halt nicht. Dann einmal der Drop-Pod, der irgendwann mal auf Laite landen soll, um dort Atmosphärenforschung zu betreiben. Das ist nämlich die Aufgabe. Und das Mutterschiff, das mit dem Lander in Richtung Bob unterwegs ist, um dort die erste Crew abzusetzen. Und ich glaube, wir sollen von irgendwelchen weißen Eisstellen oder so, also weiße Stellen, Proben nehmen. Ich vermute jetzt mal, dass es Eis ist. Wir werden sehen. Genau. Kleiner Burn, dauert einen Moment, so ist es halt. Und ja, die große Herausforderung insgesamt ist, habe ich dann festgestellt, ich brauche unglaublich lange durch den niedrigen Strominput, um meine Burns zu machen. Also die waren vorher schon echt lang, jetzt sind sie unerträglich lang. Also wirklich, wirklich unerträglich lang, weil auch die Zeiten, die da unten stehen, das könnt ihr komplett vergessen, das ist hier irgendwie 8000-fach Zeit geraffert. So, da habe ich mein Bob-Rendezvous, aber das dauert alles und dadurch jetzt mit den anderen Schiffen muss ich dauernd immer auch kontrollieren, dass ich halt nicht ein Manöver irgendwo vergesse, weil Kerbal-Alarmblock oder sowas ist halt nicht in Stock. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auch am Hin- und Herspringen, um aufzupassen, dass ich es halt nicht versaue. Bob-Rendezvous und dann schneller Blick rüber zu meinem Rover, um einmal das Manöver anzupassen, denn so wie ich jetzt gekommen wäre, oder zu meinem Drop-Pod, sagen wir mal so, wäre ich halt in die Jol-Atmosphäre eingetreten. Da ich das möglichst vermeiden will, habe ich einmal kurz angepasst, dass mein Manöver quasi sauber steht, beziehungsweise meine Höhe sauber steht und ich nach dem Swing-By an Laite nochmal ein Stück abgebremst bin, aber in einem sauberen Jol-Orbit bin, weil ich mich sonst zeitlich zu sehr unter Druck gesetzt hätte, das zu koordinieren, dass ich alles parallel mache. So, nachdem der Drop-Pod gesichert ist und sein Flyby jetzt alleine machen kann, geht es hier weiter in Richtung
in Richtung Bob. Und dann wurde schon klar, verdammt, ich bin sauschnell. Also ich werde sehr, sehr schnell an Bob vorbeikommen. Und ich habe begonnen, schon mal vorher zu bremsen. Wie man sieht, 1200 Delta V, das sagt so schon eine Stunde. Ich fliege nur 20, das dauert irgendwie 20 Stunden Burn. Also irgendwie wurde mir zunehmend klar, dass das nicht funktionieren wird und ich es nicht schaffen werde, mich in den Bob-Orbit einzubremsen mit der Kerbin Sprite. Dementsprechend habe ich mir mal überlegt, was kann ich denn eigentlich tun, um dafür zu sorgen, dass es eben glatt geht. So. Und da war die Überlegung, einfach zu sagen, so Moment, ich habe ja vorne noch den Lander dran. Und der Lander hat vier klassische Triebwerke, für die habe ich ein bisschen Treibstoff, also ich kann damit was anfangen. Warum nehme ich die denn nicht einfach her und probiere das mal aus? Und das habe ich jetzt mal probiert, so ein Drehmanöver quasi zu machen, einfach um es schon mal geübt zu haben, was das bedeuten würde. Und das sah soweit ganz gut aus. Ich habe ja nach vorne gerichtet durch die zwei Satelliten auch noch zwei Ionenantriebe. Und ich habe mir gedacht so, ja, das könnte eigentlich hinhauen. Nochmal kurze Kontrolle, ob das mit dem Swingby und dem Orbit alles so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Und ob alles andere so auf Kurs ist, wie ich es mir gedacht habe und ich genug Zeit habe. Die habe ich. Und jetzt heißt es Bob Encounter. So, und dafür heißt es jetzt alles vorbereiten, damit ich wirklich erstmal so bremsen kann. Also erster Schwung ist, ich brenne so viel wie möglich mit den Ionentriebwerken. Denn das ist meine effizienteste Art zu fliegen. Und ich möchte so wenig wie möglich von meinem klassischen Sprit dafür ausgeben, um dieses Bremsmanöver zu machen. So, und jetzt wird's spannend. Wird das funktionieren? Insgesamt habe ich ein Manöver von 800 irgendwas Delta V, das heißt auf Vollschub 40 Minuten Burn Time. Wie man oben am Strom sehen kann, ist Vollschub aber überhaupt keine Option die ganze Zeit. Das heißt, ich habe jetzt erstmal so viel wie ich konnte rausgebrannt, um mich schon mal abzubremsen. So, und dann war eben der Plan zu sagen, okay, jetzt wo mein Strom alle ist, drehe ich das Schiff um und benutze meine klassischen Antriebe, also in der Drehung schalte ich jetzt quasi alles ab und schalte das in die andere Richtung gerichtete an und nutze meine zwei Ionenantriebe, wofür der Strom halt knapp ausreicht oder so lala ausreicht, plus die normalen Antriebe des Landers, um mich einzubremsen. So, so weit, so gut schon mal der Plan. Es hat jetzt einen kurzen Moment gedauert, weil die Kiste sich natürlich erst einpendeln muss. Und dann hieß es das erste Mal Gas geben. So, Antriebe laufen, also sah erstmal ganz gut aus. Als ich den Schub dann erhöht habe, habe ich gemerkt, wie die Pride ausbricht. Das heißt, irgendwas lief nicht so rund, wie es sollte. Und mit Vollschub hat man es dann richtig gemerkt, dass ich konnte nur einmal kurz Vollschub pulsen. Das Schiff ist komplett außer Kontrolle geraten. Und jetzt hieß es relativ schnell improvisieren. Denn es war klar, okay, ich werde mit den Antrieben nicht arbeiten können. Ich werde nicht mit dem Ionenantrieb bremsen können, also habe ich erstmal mit den zwei Ionenantrieben mir Zeit gekauft und währenddessen überlegt, was ich machen kann und gesagt, okay, ich mache jetzt eine Not-Evac. Das heißt, ich befülle jetzt den Lander, koppel den Lander ab und lande den Lander und mache mir dann später noch einen Kopf drüber, wie ich den Lander wieder eingesammelt bekomme, weil der Lander alleine müsste eine gute Chance haben, das einzubremsen, weil er ist stabil, wenn er fliegt und er hat auf jeden Fall genug Schub, genug Thrust-Weight-Ratio, um sich einzubremsen. Und dafür muss er einmal betankt werden. Ich habe mich für eine volle Tankfüllung entschlossen, einfach weil ich das Bremsmanöver brauchte und grobes im Kopf überschlagen hat gesagt, das müsste reichen, denn ich habe jetzt eine Orbitgeschwindigkeit von 915. Die Escape Velocity auf Bob ist 276. Das heißt, wir gehen schon mal irgendwie so um und bei 600 Delta V verloren. Ein bisschen mehr sogar. 650 eher so. Und dann habe ich halt noch genug, um zu landen und wieder hochzukommen. Und das hat kurzes im Kopf überschlagen. Ich hatte halt nicht viel Zeit, hat ergeben, das müsste eigentlich funktionieren. Ihr seht ja, ich habe das in einem Zug quasi durchgemacht. Und ich habe parallel dann trotzdem nochmal angefangen, mit der Pride zu bremsen. Denn ich habe jetzt natürlich weniger Gewicht. Und weniger Gewicht heißt, alles wird gut und ich kann ein bisschen härter bremsen. Dass das natürlich marginal weniger ist, weil ich den Sprit weggeschmissen habe, ist okay. Netter Nebeneffekt ist, das war eigentlich der Hauptgrund, ich kriege Distanz zum Rover. Das heißt, der Rover muss dann bei seinem Manöver nicht so sehr aufpassen, dass er die Pride nicht erwischt, sondern ich kann mit dem Rover quasi eine harte Bremsung hinlegen. So, und jetzt habe ich mich dann auch ein bisschen zu zeitig, meiner Meinung nach, dafür entschieden zu bremsen. Und jetzt sieht man mal den Geschwindigkeitsunterschied, weil ich bremse mich jetzt quasi in so ein kurz vor Dings und da sieht man die Pride noch kurz wegzischen, die wirklich davon fliegt und mit
gigantischer Geschwindigkeit Richtung Escape-Spot verschwindet. So, und dann habe ich nochmal versucht, ein bisschen gegenzuhalten, wie gesagt, mit der Pride, um einfach zumindest noch ein bisschen Speed rauszunehmen. Ich muss mit der Pride irgendwie da wieder hinkommen oder halt was haben, womit ich das abholen kann. Und in dem Moment kam mir dann die Idee so, ich habe das ja sonst immer mit dieser Grabbing-Unit gemacht. Und wie ich dann so aus der Map wieder rausgesprungen komme, habe ich gesehen so, ich habe ja noch einen Satelliten unten am Bauch hängen, dessen Solarpanel ich die ganze Zeit benutze. Dann kam natürlich die Idee, ein Dockingport, den er hat, ist kompatibel zu dem Dockingport am Rover und er müsste den Rover zwar nicht schnell, aber er müsste ihn bewegen können und ich krieg die Pride, also ich habe es dann nochmal probiert, aber ums Verrecken nicht gebremst, das ist einfach viel zu schnell. Ich habe immer noch knapp 600 Delta V zu viel drauf oder 600 Meter pro Sekunde zu viel drauf, die kriege ich in 100 Jahren nicht gebremst mit dem Stromzufuhr. Also habe ich dann schnell die Probe abgekoppelt und mich ganz schnell darauf vorbereitet, mit der Probe loszufliegen. Dabei natürlich festgestellt, so yay, Electric Charge, alles alle. Und ja, nicht so gut, ne? Weil Strom braucht man natürlich, um mit so einem Ionenantrieb zu fliegen. Und muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich die Probe nicht leer mache. Denn so ganz ohne fliegt so eine Probe nicht gut. Und man kann sie auch nicht mehr gut steuern. Gut. Ende vom Lied ist, ich habe den Rover so ein bisschen beobachtet, bis der gefühlt an seiner Periapsis angekommen war. War er dann auch tatsächlich und habe an der Periapsis begonnen, den Rover einzubremsen. Und jetzt mal mit Vollschub quasi Sprit rausgehauen. Währenddessen habe ich quasi mit einem Auge gefühlt auf der Apoapsis, mit einem Auge auf den Fuelstand gehangen. Und dann den Orbit gemacht. Und dann hieß es schnell noch versuchen, die Probe einzubremsen. Denn die Probe ist quasi mein Versuch, das Länderteil wieder nach Hause zu bringen. Und ob das dann noch gereicht hat, mit dem bisschen Strom, die Probe so weit einzubremsen, dass ich was tun konnte und dass ich mit der Probe auch noch wirklich bei Bord bleiben kann. Oder ob mein genialer Plan mit mittlerweile 5 Bällen in der Luft, die ich versuche zu jonglieren, ganz böse nach hinten losgegangen ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.